gerne, wenn ihr wollt. Okay, viel Spaß. Ich bin unschuldig. Ich bin schon wieder Crewmate. Ich werde nur Imposter und Crewmate, Leute. Das gibt's doch nicht. Ich bleib jetzt einfach nur stehen. Lauchi, Bauchi. Immer rein in den Bauchi. Rein in den Bauchi wie ein Schlauchi. Fressi und Süßi ins Bauchi. Das gefällt euch, gell? Das gefällt euch wieder. Burn, Baby. Burn. Burn. Burn, Baby. Burn. Burn. Und dann kann ich mich ja trotzdem als Joker vielleicht voll aufmerken. Also, vielleicht kann ich ja als Joker so ein bisschen durchstarten. Sorry, Leute. Genau, du meinst wie die Heidi Klum. Heute habe ich leider keinen Mod für dich. Meine süßen Zuckerschneckchen. Und alle schlafen gehen. Genäht. Genäht. Guna, Knuna. Knu, schön, dass du streamst. Dankeschön. Soll ich gehen? Knuni. Lara, möchtest du mir da etwas zeigen? Ich bin gerne bereit, dir heute zuzugucken. Burn, Baby. Burn. Burn. Ey. Hey! Ich bin mir nicht so sicher, was ich. Ein bisschen Angst, weil als Crewmate bist du einfach so lost in der Runde. Eddie! Danke, Torti, für einen geschenkten Sub und danke an Mike Jedo für 500 Bits. Versüßt mir den Lockdown und deinen Streams und Gamepads auf YouTube. Vielen Dank. Ich danke euch, Leute. Ganz ehrlich, ich danke euch für alles. Es ist unfassbar krass. Danke für alles. Ich genieße das wirklich sehr. Das ist ja einfach unfassbar. Vielen Dank. Wirklich. Das bedeutet mir ganz viel. Dass ihr immer so süß euch so entscheidet. Ich schaue es genug. Dankeschön. Bailey! Oh, ja, ich bin verrückt und wir haben dich lieb. Ach, vielen Dank. Dankeschön. Danke, so lieb. Ach, Gnu, in letzter Zeit geht es mir echt gut. Aber du mit deinen Streams und Videos bringst mich immer zum Lächeln. Vielen Dank. So verrückt, echt. Also, einfach nur crazy. Das ist einfach nur crazy. Weil wenn ich überlege, die letzte Gamescom. Auf der letzten Gamescom. Ach, was muss ich? Ich habe nichts gesehen und ich weiß auch von nichts. Okay. Also die Leiche liegt beim Lavabecken. Oha. Aber das Titanic. Muss noch. Also, Swabine, du hast auch auf Lifeline geguckt. Als ich drauf ja, geguckt habe, war da noch. Dir. Ja, genau. Ja. Als ich geguckt habe, war noch niemand tot. Dann habe ich noch mal... Ja, Frechdachs, ich habe eine Frage und er meldet sich sogar. Kannst du sagen, wo ungefähr? Weil ich bin da auch gerade... An der Task, wo das Lava gemacht wird. Und ich war mit Swabine, Tinker... Nee, oder? Nee, war das Tinker? Ja. Wir waren eingesperrt bei Lifeline, aber... Oh Gott. Also ich werde auf jeden Fall Tinker rausnehmen für den... Ich bin vom Labor gerade nach unten gelaufen. Danke, Saburo. Vielen Dank. Da kommt auch wieder was. Wahrscheinlich die Woche oder nächste sogar. Es kommen. Und dann lag der Buddy da, oder was? Genau. Aber Jan, wo warst du denn? Ich komme auch gerade vom Labor nach unten. Ich bin 3 Schritte hinter Baso, die da sah aus, als würde sie aus dem Labor kommen. Sie könnte auch einmal die Richtung gewechselt haben und von der Leiche weglaufen. Ja. Das sah so aus. Vorher bin ich Lara begegnet. Ich bin da von Lights rübergelaufen, Lara begegnet. Dann jetzt bin ich kurz hinter Baso auf dem Weg darüber. Der Varion stirbt fast immer als erstes. Okay, wer ist denn gerade im Labor? Weil es könnte sein, dass jemand aus dem Vent einfach kam, runter, hat gekillt und ist dann wieder in den Vent rein. Aber da, oh mein Gott. Ich bin einmal durchs Labor durchgelaufen. Im Labor war zumindest niemand. Ich bin Gnumelt. Warst du alleine im Labor? Nee, ich bin bei Decontamination über Specy Room. Okay. Ich war, ach, als Magenverkleinerung. Ach, krass. Die Schalter umlegen und bin dann... Voll krass. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Dann oder halt das im Valorant privat immer ja. Nein, das kann auch eher unwahrscheinlich. Also, Swabine und Tinker, die wissen, dass es kein Self-Report sein kann. Also ich weiß es nicht. Ich stehe an dem Download-Ding. Aber ich habe es nicht gesehen. Kurz vorher. Sag mal. Also Lara kam grob aus der Richtung. Ich war mit Mental zusammen im Lab. Mental kann das bestätigen, bin rausgelaufen und direkt in Storage rein. Okay. Und dann habe ich oben noch an mir vorbeilaufen sehen. Also Lara fällt mich da auch raus. Alles klar. Bevor ich in der Bereich machen. Das, da war nur auch neben mir, die kann das auch bestätigen. Aha. Nö. LOL. Ich
Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe es einfach mal nö behauptet. So. Jesse, danke für dein Prime. Vielen Dank. Dankeschön. Genau, also Gamescom. Ich überlege, die letzte Gamescom war 2019. Da hatte ich, glaube ich, so 550.000 Abos. Und jetzt habe ich einfach mal fast 1 Million auf YouTube. Das ist so insane, 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 insane. Also das ist innerhalb von 1,5 Jahren fast einfach nochmal 500.000 Abos dazu bekommen. Ist einfach nur crazy und ich weiß es so zu schätzen. Und ich weiß, das kann alles schneller vorbei sein, als man guckt. Deswegen genieße ich diese Zeit gerade sehr. Das ist einfach nur verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Hätte ich mir nie zu träumen, als es die Millionen vielleicht mal knacken könnte. Kann immer noch sein, dass es nicht klappt. Ach, danke, Tor, die sind so stolz auf dich. Aber wie gesagt, Little Nightmares 2 darf man erst ab Dezember spielen. Ab Donnerstag, Leute. Aber ich ziele es dann auch durch, ne? Ich spiele es an einem Stück wahrscheinlich dann durch. Ja, deswegen, das ist für mich einfach so verrückt einfach nur. Oh Mann! Mann! Ich hätte es wissen müssen! Dankeschön an Sarah für 1 Euro. Ich wollte dir einfach mal danken durch dein, habe ich unfassbar nette Menschen kennt. Discord, oh, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Oh, das freut mich. Es tat weh. Ja, auf jeden Fall einfach nur mega crazy. Was sagt er dazu? Ich brauche eine virtuelle Umarmung. So, Dankeschön an Sophie. Hi, Sarah ist auch im Chat, macht momentan ihr Abi und ist sich sehr unsicher und zweifelt immer an sich selbst, obwohl ich weiß, wie toll und intelligent sie ist. Vielleicht hilft es ja ein wenig. Oh, das ist lieb. Das schaffst du schon. Das schaffst du schon. Ja, auf jeden Fall krass wegen der Gamescom. Wie gesagt, es waren damals schon so viele Menschen da für mich. Und jetzt sind es einfach mal 500.000 mehr auf YouTube. Das ist so... Also ich kann es immer noch nicht fassen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dieses ganze YouTube-Dings und so... Kriegst du eine Geisterumarmung? Ja, komm! Ich warte bei meiner... Leiche. Ich warte bei meiner Leiche. Genau, auf jeden Fall... ja, verrückt einfach nur. Ist einfach nur verrückt. Ich kann das alles immer noch nicht so ganz fassen, was so passiert ist. Oder beziehungsweise mit YouTube und Twitch und dass das alles so funktioniert hat. Das ist immer noch so ein bisschen so ein Traum für mich. So, ist das gerade wirklich passiert? Passiert das gerade alles überhaupt? Also man realisiert es gar nicht, weil man so in seinem Arbeitsrad ist. Ich hoffe so für dich, dass du bald die Millionen knackst. Ja, ist verrückt. Also ich glaube, es sind, lass mich mal kurz nachschauen. Es sind jetzt noch... Alter Schwede. Alter, es sind so viele Leute tot. Ich bin die ganze Zeit... 50.000 Abos. Oh mein Gott. Okay, wir müssen jetzt direkt richtig voten, sonst ist direkt vorbei. Ich sag's nur direkt dazu, ne? Die geilste Runde ever, glaub ich. What the fuck? Also. Was bin ich sehend? Wo seid ihr jetzt gerade? Ich bin mit Lara und mit Tinka im Office. Und ja. Ich halte euch zwei für Superstars. Ich hab gerade aus Versehen. Oh Mann. Was denn? Was hast du aus Versehen? Ich hab in Electrical Sophie. Aber schaff es läuft noch bis zur Gamescom. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr eine Gamescom gibt, ne? Vielleicht läuft's ganz dumm und wir sehen uns erst Ende des Jahres. Blask ist Jester. Hört nicht drauf, er ist Jester. Basu, sag mal, wie du es gesehen hast. Nein, jetzt bin ich ultra verwirrt. Warte mal, Basu, was hast du gesehen? Sag mal bitte, was du gesehen hast. Ich habe nicht Blask killen gesehen. Aber dann muss Blask ja gesehen haben, wer es war. Ja. Ist der Kill gerade passiert? Okay, Basu? Dann war. Nee, ich war's nicht. Auch durch Fortnite, ja, klar. Absolut. Ja, ich hab dir 20 Sekunden lang ganz... Aber ihr seht, wie viele Leute Fortnite machen und sich jetzt nicht mehr halten können und die Kanäle tot sind. Ne? Das ist halt immer diese Herausforderung, wenn ihr durch ein Spiel groß werdet. Und ich habe immer alles gespielt und das war mein Vorteil, habe ich den Absprung von Fortnite zu anderen Content geschafft. Während andere halt nur, wenn sie kein Fortnite bringen, keine Klicks mehr haben und jetzt halt fast tote Kanäle haben, was mir auch leid tut. Aber ich habe viele Leute immer gewarnt davor. Gewotet werde, ist das Spiel vorbei, dann gewinnst du trotzdem nicht. Aber Tinker, sprich, du musst dafür sorgen, dass ich jetzt gewotet werde, weil ansonsten kannst du nicht gewinnen, weil Spiel vorbei ist, ich mach danach einen Kill.
Also, die einzigen Personen, die im Electrical waren, war die Leiche von Swabine und Vlesk. Ich habe Vlesk aber nicht killen sehen. Also, ansonsten hätte Vlesk aber reporten müssen, I guess. Also, Dankeschön an Sarah und auch ganz liebe Grüße an Sophia. Ihr zwei. Das ist Joker, wenn... Nein, wer soll es sonst sein? Wieso sind die weiß ich auch nicht, deswegen sage ich ja, entweder Vlesk hat den Kill gemacht oder er saved jemand anderen. Also wir dürfen Vlesk nicht worten, weil er ist wahrscheinlich... Warum haben die Lager gewonnen? Warum haben die den Lager gewonnen? Sie ist doch 100% unschuldig. Was? Strike, hallo Gnu, ich wollte dir auf diesem Weg einfach mal Danke sagen, egal welcher Tag ist, du hast immer gute Laune und das steckt einfach ultra an, egal was man für einen Kacktag hatte, du mit einer tollen Laune machst selbst den schlechten Tag wieder zum Besten. Dankeschön. Du hast einfach den besten Support verdient von deinen Fans und einfach so viel mehr. Deine Neutralität ist einfach crazy und verstehe ich dich nicht. Mach weiter so. Vielen, vielen, vielen Dank. So lieb von dir, Strike. Dankeschön. Ich blasche. Ich bin die ganze Zeit zwischen euch beiden. Wer ist es? Fuck, fuck, fuck. Ich wollte dich verschillen. Vlesk hat mich getötet und keinen hat es interessiert. Hätte ich mal Mental gewotet. Entschuldigung. Oh, was eine geile Runde. Ich hab Sabine halt in Lights weggemacht und mach so hinter mir die Tür zu und dann sehe ich Basis noch so durchschlüpfen und dann guckt sie mich einfach so an. So. Weißt du, ich hab gehofft, dass du dich verteidigst und nicht zugibst, dass du Swabine gekillt hast, weil dann hätten wir gegeneinander spielen können und ich hätte vielleicht rausgekickt werden, weil ich war nämlich der Joker. Das dachte ich mir dann und deswegen habe ich gesagt, dass ich es bin, damit ihr denkt, dass ich der Joker bin. Das war nämlich das Problem. Hättest du gesagt, du warst... Dankeschön, Palinek, und Dankeschön an Blirik. Aber dadurch, dass du zugegeben hast, dass du es warst, wusste ich nicht mehr, wie ich das spielen soll. Das war so geil, ey. Oh, holy shit. Das war richtig smart nochmal jetzt von Vlesk. Richtig nice gemacht. GG. Ja. Geile Runde. Ich verabschiede mich, Leute. Vielen Dank für den großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Eddie, fürs Mitmachen. Tschüss, Eddie. Tschüss, Eddie. Macht's gut. Tschüss, Eddie. Ich glaube, wir können... Erstmal Tim mit dem Grüßen. Ist Tim mit dem Voice? So eine kaputte Schallplatte. Ey, wechsel! Ist Tim mit dem Voice? Dankeschön, Evolis Zuckerwatte. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich bleche. Oh, ich ziehe ihn mal. Scheiße, kann er nicht einfach joinen. Oh, ja, aber da tötet halt auch nicht. Ich weiß gar nicht, wieso ich dich da weggemacht habe, Sabine. Das ist so ein dummer Ort, um zu töten. Nee, das war super. Also, wir haben ja, glaube ich, in der Runde 6 Leute gekillt, oder? Oder gefühlt. Ey, Mann. War das ein Lava-Kill? Mental? Ja. Das war das Krankeste. Ja, das war echt krass. Das war das Krankeste. Ich begehe den Kill, lauf in Lifeline rein und da steht einfach schon Sabine und Tinker kommt auch noch dazu. Und ich so, fuck, ich mache einfach die Tür zu und sag einfach, ja, der war noch nicht tot. Aber es war halt auch eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, war es auch mega sus, weil du warst überhaupt nicht gesusst und sagst dann aber so, ja, aber das ist dann passiert, als ich nicht da war. Stimmt's? Also kann ich's ja gar nicht gewesen sein. Aber so schlau ist man halt in dem Moment nicht, ne? Haben wir eigentlich einen Medic? Links gekommen. Ich war gerade Medic. Allen Runden noch nicht einmal irgendwas von Medic mitbekommen. Timmit, hörst du uns? Ich war letzte Runde Medic. Ja, also erstmal Timmit. Ganz kurz, sorry Timmit, dass wir jetzt so lange warten mussten. Wir haben nochmal. Alles gut. Wir haben nochmal eine Runde angefangen, weil Eddie konnte dann nochmal ein bisschen länger. Es tut mir leid. Okay, dann spielen wir jetzt eine neue Runde, ne? Neue Map oder was? Ja, neue Map? Ja, gerne. Also mit den Rollen ist, glaube ich, alles möglich, ne? Ja, Mira ist glaube ich, anstrengend. Wenn der Engineer in den Vents einfach nur drinnen chillt, dann können die Imposter nicht mehr wenden. Ja. Dankeschön, Iron. Das war auch für mich die größte Herausforderung oder Überwindung, Leuten zu sagen, hey, ich hatte was gemacht und ja, ich habe nie Bock gehabt, das zuzugeben, aber ja, so ist es. Dankeschön an Hater oder Hatter, Jay the Hatter. Vielen, vielen Dank für 2 Monate. Ist überhaupt jemand getötet? Music. Also ich habe in der ersten Runde einen und dann glaube ich nochmal 2 oder 3. Ah, nee, klar, ich habe Gnu oben weggemacht. Ja, ich habe Gnu oben weggemacht. Keiner hat's interessiert. Gnu, aber das war auch ohne Scheiß, ich habe dich beobachtet, es war auch richtig smart, wie du Eddie in Specimen getroffen hast, hast dann das Licht ausgemacht und bist dann unten um ihn rumgerannt. Ja, Eddie aber halt weißt du, warum ich das gemacht habe? Ich habe Eddie jetzt 2-mal getötet, ich wollte ihn einfach nicht ein 3. Mal töten. Ah, okay. Aber es war auch ein smarter Move, ey, war gut gemacht. Ich dachte, ich töte vielleicht hinter ihm und er flicht dann. Das wäre meinem gewissen vor allem bis gleich. Bar gewesen. So, Timmit, du weißt Bescheid, was für Rollen es gibt. Soll ich mal ganz kurz... Ja, nee, wir haben das schon mal gespielt. Auch ganz fix. Alles okay, cool. Dankeschön. Ja, genau, kurz die Leute Pause, wieder naked, Leute. Pipi Pause. Dankeschön, Carina. Ich blasche.
Dankeschön, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, ob Unge irgendwie der Sucht gerade verfallen ist. Ich denke tatsächlich schon. Aber gerade so dieses Pokémon-Dings voll im Kommen, kann ich persönlich damit nicht so viel anfangen. Beziehungsweise ist halt einfach nicht so meins, muss man auch ganz ehrlich sagen. Kann ich nicht so viel mitmachen, Leute. So ist es halt. Ja. keine Ahnung. Hast du ein Lieblings-Pokémon? Schuddel. Definitiv. Schuddel. Gut, dass du mal auf den Hype nicht abspringst. Ich spring nicht auf jeden Hype auf. Ich muss immer sagen, wenn mir ein Hype Spaß macht, ja, auf jeden Fall. Wenn mir ein Hype keinen Spaß macht. Zum lustig, geil, geil. Ja, ja. Wenn mir ein Hype keinen Spaß macht, nicht. Also zum Beispiel Fortnite war einfach ein Game, das habe ich vor dem Hype gespielt. Das hat mir Spaß gemacht, mega Spaß. Und zum Beispiel Among Us hat mir auch mega Spaß gemacht. Aber viele andere Sachen, wie dieses Pack-Opening und Pokémon-Dings, nee, war nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich finde es auch nichts Verwerfliches daran, wenn Leute das machen und Spaß dran haben oder Hypes ausnutzen, das soll jetzt nicht so sich anhören. Aber für mich war es halt immer so, nö, ich muss dann schon Spaß dran haben, weil ich muss ja den Content für euch produzieren. Und ihr merkt ja, wenn es irgendwie unauthentisch ist und ich auf was keinen Bock hat. Ich hatte zum Beispiel anfangs voll Bock, Brawl Stars zu spielen, habe viel Brawl Stars gespielt. Ich habe auch Brawl Stars dann irgendwann nicht mehr gespielt, weil mir der Content ausging. Also es kam irgendwann, hatte ich so das Gefühl, ich saug mir jetzt hier gerade Ideen aus den Fingern, die Hauptsache irgendwie was Kreatives machen. Brawl Stars und Brawl Stars, finde ich, bringt. Oder beziehungsweise, Dankeschön, Kronos. Vielen, vielen Dank, so lieb. Ich finde halt, Dankeschön, Sarah. Sorry, aber nochmal ganz viel Liebe an dich und die momentan sehr emotionale Sophia. Vielen, vielen Dank, meine Liebe, für 5,55 Euro und ganz viel Liebe an euch. Dankeschön. Ja, also ich finde halt, Brawl Stars bietet für Creator auf YouTube relativ wenig kreativen Content. Die Maps sind ja nicht mal so eingerichtet, dass du dort minutenlang spielen kannst. So, das fand ich immer sehr schwierig. Genauso wie Yandere hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es gibt kein Update, kein neuer Content. Also kann ich da auch nichts bringen. Wisst ihr, was ich meine? Manche Spiele konnte ich leider nicht mehr bringen, weil sie nichts mehr geboten haben, so gesehen. Ich bin auch nackt, oder was? Ja. Seid ihr alle nackt? Nackt. Okay, sind wir alle da und können wir starten, oder? Nackt. Yes. Ja. Und oh, jetzt, okay, okay, die dann. Kleine Map mit den... Okay, jetzt ist geil. Oh, das ist oh, oh, geil. Jetzt wird's geil. Jetzt geil. Ach, ich Spaß. Spaß. Okay, ich sehe schon, wo das hier hinführt. Warum schon wieder? Warum? Why? Ich bin nur ein Post oder blöder Crewmate. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, was hier los ist, Mensch. Ist das euer fucking Ernst? Oh, oh Leute, oh Leute, oh Leute, oh Herr Jemini, oh jo, oh jo, oh jo, oh. Oh no. Der wartet eine halbe Stunde, bis er mitspielen kann. Dann geht das Spiel los. Oh, ich bin um oder was? Timid ist tot. Er liegt hier am ersten Task in der Cafeteria, da dieser komische Hebel. Da, wo wir alle stehen. Das Blätter 110, also Streckkill. Hebel? Diese Blätter entsorgen, was weiß ich. Egal, Timid habe ich so oft umgebracht, das geschieht ihm recht. Rechts? Cafeteria. Rechts oben in der Cafeteria, da wo alle stehen. Das ist auch ja, das ist auch Müll, ja. Ja, aber da ist die zweite Task. Sabine? Wen hast du gewohntet? Jan? Schnell. Ich finde es einfach ein bisschen auffällig, weil in my mind ist Tim mit mir hinterhergelaufen, instant, und stand gar nicht mehr rechts oben. Nee, wir waren, nee, ich war da auch, wir waren da alle rechts oben, ich, Jan, Sabine, Timid und noch eine Person, das war ein ordentliches Rumgewusel, ich habe gehofft, dass sie einfach stehen bleibt, damit es ein bisschen leichter ist. Aber das waren alle, die da waren, oder? Ich komme von der Task, ja, in der Sekunde den Report-Button, Timid, okay, ich kann nicht sagen, ob er einen Meter wegliegt oder nicht. Ich kann nicht mal der Verteidigung sagen, ich spiele zum ersten Mal Skeld und ich wusste, welche Taste es ist, das wüsste ich sonst nicht. Okay. Also, dass okay, Jan da einfach Ali killt, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich skippe. Ach, bei 9 Leuten skippen? Ja. Komm rein, nein. Das ist mutig, ne? Jetzt, das kann der Triple Kill. Ist mutig, ich weiß. Hohes Risiko auch, aber... Als Imposter kann man sich das leisten, war Matteo? Ja. Okay, Wort von Sabine. Ich bin Crew übrigens. Mhm. So wie immer. Mhm. Du bist nie Crew, Alter. Es war wirklich so, seitdem ich diese Wimpern aufgeklebt habe, brennen meine Augen nicht mehr so schlimm. Everybody got their reasons.
Everybody get the will. You can tell each other secrets. Ich drehe den Knopf einfach um. Mach die Blätterchen und fake meine Tasks. Keiner weiß, dass ich Imposter bin. Oh ja. Badadam, badam, bam, bam. Badadam, bam. Dadadam. Badadam, badam, bam, bam. Oh nein, bitte mach's nicht. Bitte mach's nicht. Ich darf dich nicht gesehen haben. Er tötet jetzt, ne? Hat er jetzt gekillt? I'm not that sure. I'm not that sure, I'm not that sure, I'm not that sure. I'm not that sure. Ooh, baby, I'm not that sure. Ich lauf mal oben lang, weil dann sieht mich keiner. Ooh, baby. Warum kann ich das nicht öffnen, Mann? Hallo? Ich will öffnen. Oh, der ewig gedauert. Okay. Kurz Verwirrung. Gefunden habe ich. Boah, wie viele sind denn tot? Ich glaube, also. Jan habe ich, glaube ich, gefunden. Ich glaub, warte, ja. warte. Varion steht aber ganz komisch unten rum. Aber es kann auch sein, dass er der Joker ist und einfach nur. Was? Nee, ich hab grad was Discord gefixt. Gefunden? Jan gefunden, mein ich? Ganz unten rechts, warte mal, ich muss die Map nochmal gucken. Shields. Jan steht, stand erst vor Communications und dann ist er so 3 Meter weiter nach rechts und stand dann da ganz lange. Und dann bin ich nach oben gelaufen und zwischen O2 und Navigation liegt, glaube ich, Jan. Ich glaube, es war weiß, ich bin mir nicht sicher. So, also, eine wichtige Info. Blesk ist, also es sind 3 Leute tot und es, der Cooldown reicht fast nicht für 3 Kills. Ich kann euch sagen, was mit Blesk passiert ist. Er war wahrscheinlich der Sheriff und hat auf mich geschossen, weil ich in der ersten Runde suspekt war. Und er ist an mir gestorben. Was? Ich stand in Storage am Auffüllding. Ich war in der Task drin, um Benzin aufzufüllen. Mach Fenster auf, mach Fenster zu. Blesk liegt tot neben mir. Und das ergibt auch Sinn, weil sonst die anderen beiden Kills nicht so schnell hätten passieren können. Warst du denn in der ersten Runde suspekt? Weil ich am Ende gesagt... Nein, nein, nicht, dass ich einen Kill begangen habe, sondern ich habe am Ende. Jemand hat mich auch gefragt, Matteo, du bist doch. Leute, da habe ich nur reingetrollt. Ich weiß. Ich dachte, wir trollen die ganze Zeit rein, jetzt habe ich auch einmal getrollt. Aber ich glaube, für Blesk hat es gereicht, um auf mich zu schießen. Weil nur so kann ich mir erklären, dass 3 Leute so schnell tot sind, weil es geht nicht anders, oder? Ich glaube, Mäntel versucht gerade wieder so ein. Lara, wen hast du? Lara, ich glaube, Matteo, die Zeit hat wahrscheinlich gereicht. Auf mich wurde geschossen, und zwar von Blesk, der Sheriff war, und ich bin Crewmate. Aber warum hast du das nicht? Vielleicht hast du ihn ja umgebracht. Weil ich habe gewartet, ob jemand zu uns kommt und irgendwie noch Infos. Ja, das war dumm. Wir hätten 2 Kills sein können, die Zeit. 2 Kills. Lara, wen fandest du vorhin Sass am Anfang? Wie bitte? Wenn ich 3 Kills. Keine Ahnung, ich hab meine Task gemacht und dann wurde reported. Also ich habe keine Ahnung, wer da neben mir stand und ich habe auch nicht drauf geguckt. Ich weiß es nicht. Ich muss nochmal zurückgehen in die... Jan wurde doch... Wir müssen voten. Oh, nicht shit. Mich voten. Wir nehmen... Keine wir Ahnung, nehmen sorry. Varion, ich let's go. Weiß es auch nicht. Let's go. Varion, nein, let's go. Warum Varion? Oh, Varion, schade. Let's go. Ja, GG. Oh mein ich Gott, war Jester, ihr habt verloren alle. Lol, wirklich jetzt? Ja. Oh mein Gott. Aha, ich wusste es. Du bist so kacke. Hast du jetzt echt? Oh, alles so voll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ey, nicht dein Ernst. Du, das ist nicht dein Ernst, Leute. Das gibt's aber nicht, ey, du. Ich glaube, ihr spinnet's. Da-da-dam, da-dam, da-dam, da-dam. Da-da-da-dam. Da-da-dam-dam. Da-da-dam, da-dam, da-dam. Da-da-dam-dam. Da-da-dam. Everybody got the reason. Ihr Schweine, Alter, wie habt ihr das? Matteo! Ja! Weißt du, was passiert ist? Was denn gemacht? Du hast dich Ich wollte meine Storage-Task machen, aber dieser Auffüll-Button ist genau über dem Kill-Button. Danke, Tim! Einfach der Kill-Button los. Also, ich kann es euch nicht übel nehmen, dass ihr mir da nicht geglaubt habt, aber es war genauso, wie ich es gesagt habe. Warum hast du ihn nicht reportet, Matteo? Ich wollte wirklich warten, bis ich mehr Infos habe, weil es war so. Ich dachte erst, es wäre ein Drive-by-Kill gewesen. Aber dachte ich, ah nee, vielleicht doch nicht oder so. Also, das war eine komplett verrückte Runde. Wenn du auf Gedrasik draufklickst, da ist der Kill-Button halt runter, dann aktivierst du einfach den Kill-Button. Hallo, Steffi! Ich wollte auf Gnu schießen eigentlich, weil die in der ersten Runde halt killen sehen. Lass mich in Ruhe, du hast mich gekillt sehen?
Warst du das rechts? Wusstest du das? Warst du der Kind rechts? Ja, ich war das, ja. Und du hast gerade so getan, als wärst du auf dem Desktop, oder wie? Ja, ich hab halt also, so gedacht, aber, mal gucken, vielleicht bleibt mir nachher, bis der cool darunter ist. Call of Varian war noch richtig. Hättet ihr da drauf gehört? Aber Mathieu, ich hätte wahrscheinlich nächste Runde den Vlesk gemacht und hätte dich getötet und hätte gesagt, ich bin Sheriff. Wahrscheinlich hätte ich so gemacht. Da wäre es aber schwer gewesen. Egal, lass direkt nochmal starten. Egal, let's go, let's go. Bin ich ich glaube, Leute, ich werde kein Mod, gell? Was? Wie kein Mod? Also ich werde kein Bist Mod. Bist du Crew? Also, Mod. Gerne, Mann. Ja, ihr habt doch diese ganzen Mods. Was? Ich habe keine Mods. Ich bin die ganze Zeit nur Crew. Ah. Hör mal auf rumzumotzen. Ich spiel mit Mods? Echt jetzt? Was? Ach, das weiß er gar nicht, hä? Ich bin schon wieder Crewmate. Ich habe keine Mods, du kannst bei mir einer werden, sagen die dann. Oh, geil, ey. Herrlich. Everybody got the reason. Everybody got the will. You can tell each other secrets. Übrigens nochmal an alle, die hier rumbeleidigen. Ich habe vorhin mit Ung ein Video gedreht über Entbannungsanträge. Also jeder, der mich beleidigt, und ihr braucht mir nicht mit der Ausrede kommen, das muss ich euch gleich erzählen, ich erzähle es euch gleich, das ist so witzig. Okay, wo? Ich habe nichts gesehen, es ist so dunkel, ich glaube, ich bin in Storage gerade eingebogen, lauf da nach links, nach unten runter und dann kam der Report-Button. Gnu und Blesk sind es nicht, also könnte ich ausschließen. Ich bin gerade am Licht. Du bist am Licht, Timmy, dann bist du ja daran vorbeigelaufen. Timmel war kurz vor mir auch auf der Ecke, könnte gekillt haben auf dem Weg. Wir waren ein Schild zusammen noch, ja genau. Korrekt. Dann bin ich links rüber. Dann folge ich deinem Laufweg und da liegt eine Leiche. So, dann müsst ihr mir jetzt aber erklären, wie Timmel nicht reporten kann, Jan aber schon. Bei mir war kein Kill. Ich bin einfach straight nach links gelaufen. Hast du nicht eben gefragt, ob wir mit Mods spielen? Das war nur ein Joke, wir spielen mit Mods und das war einfach jetzt Zufall. Also, Gnu, es muss funktionieren, weil sonst könntest du gar nicht in der Lobby mitspielen. Boah, dann hab ich einfach nur Pech. Du warst auch schon Imposter ein paar Mal, oder nicht? Ja, aber halt das, was Standard ist. Ich will auch mal was Besonderes. Also, was ich sagen kann, ich war, mit wem war ich denn noch in, ganz rechts, was, Navigation? Wer war denn noch da? Sabine war noch da? Jan... Ich war bei den Blättern. Also du, ich? Wir waren zu viel. Dann war bei Shields und dann habe ich euch verlassen. Dann bin ich aber straight nach links gelaufen. Also ihr seid alle runter ins Deutsche und ich bin nach oben quasi. Mhm. So, bevor also, Blesk jetzt drauf kommt, dass ich vielleicht... Ja. Also Blesk, falls du dich wunderst, wir haben uns ja gecrossed oder hast mich zumindest gesehen. Ich habe mich als Licht aus war in der Cafeteria ganz oben in der Mitte vom Raum versteckt. Also, wann habe ich dich gesehen, hä? Du bist von O2 weggelaufen Richtung Navigation. Ich kam von oben von den Weapons. Hab dich nur rüberlaufen sehen. Ja. Wie das also denn? Ich musste gerade nur schmunzeln, weil Lara gesagt hat, sie kann mir ein Alibi geben, aber ich stehe auf der Leiche gerade. Welche Leiche denn? Hä? Auf welcher? Ja, ja. In Jan Storage? War ein ganz ein kleines welcher? Stück hinter mir. Der hat mich nicht gesehen. Ja, ich bin also, nämlich gerade mit Jan zur Leiche gelaufen. Die Leiche liegt in Storage unter, unter den Kisten. Wer wäre hingelaufen? Ja, aber ich hab den Killer auch nicht gesehen. Danke, Sakuri! Vielen Dank, meine Liebe. Es ist süß. Standen in Auto. Also, ich würde erstmal auf den Tim. Dankeschön, Mr. Fox. Ich bin Pferd. Warum stehst du denn auf der Leiche im Dunkeln? Ja, Jan war einen Meter hinter mir. Der hat mich einmal kurz gecrossed, aber hat mich anscheinend nicht gesehen gehabt. Aber warum? Genau, also noch einmal. Ich habe mit Jester gestellt. Unge heute ein bisschen meine Entbannungsanträge gesehen. Das heißt, meine Mods bannen jemand weg und die Leute können dann quasi sagen, hey, tut mir leid, mache ich nie wieder. Und eigentlich bei 80% der Leute, die mich ganz krass beleidigt haben, war diese lächerliche Ausrede von wegen, oh, das war mein bester Freund, oh, das war mein kleiner Bruder und sonstiges. Auch noch mal hier, oder ich wollte, oh, es tut mir so leid. Sind ich und Unge uns eigentlich einig, wer irgendwie krasse Beleidigungen in den Chat schreibt, braucht sich danach eigentlich gar nicht mehr entschuldigen, weil sowas macht man nicht aus Versehen und die Leute sind durch. Also egal, ob ihr Subs seid, egal, ob ihr lang gesubbt habt, wenn mich hier einer beleidigt und sich danach dumm entschuldigt, ihr seid raus. Also generell mal für alle, die meinen, oh, ich teste jetzt mal, wie weit ich komme. Wenn ihr hier für immer gebannt werden wollt, macht's, aber ich entbanne euch nicht mehr. Also das sehe ich nicht ein, weil... egal wie alt oder jung ihr seid, ich glaube, Twitch ist ab wie viel? Ab 13? Oh mein Gott. Ab dem Alter sollte man eigentlich wissen, was man sagen darf und was nicht. Und ich werde es dann, wie gesagt, künftig einfach nicht zulassen.
ist doch richtig so, warum machen wir sowas? Nee, also wie gesagt, ganz viele haben geschrieben, tut mir leid, ich mach's nie wieder. Wenn mich jemand zum Beispiel Hure nennt oder Schlampe oder du dumme Fotze, wenn man schon mal sowas schreibt, werde ich das nicht entbannen. Oder ganz viele haben mich beleidigt, meinten, sorry, das sollte in einen anderen Chat. Die Leute werde ich tatsächlich auch nicht entbannen, weil selbst wenn ihr in einen anderen Chat sowas schreibt, seid ihr hier nicht erwünscht. Genauso wie wenn es sexuelle Sachen sind, wird auch gebannt. Werde ich auch die Bannungsanträge gar nicht durchlesen. Also braucht nichts, da habt ihr mehr Chancen, wenn ihr euch einen neuen Account macht und euch einfach benehmt und unter den Teppich kehrt, als dass ich euch entbanne, muss ich euch ehrlich sagen. Weil diese Entbannungsanträge sind da zum Beispiel für Leute, die sagen, hey, sorry, ich wusste nicht, dass ich Werbung machen darf oder aus Versehen, aber Leute, die mich beleidigen und ich sehe ja den kompletten Chatverlauf, ich sehe alles, was jeder Einzelne reingeschrieben hat. Die Leute werde ich auf jeden Fall bannen. Und das Tolle ist zum Beispiel so ein Swirly-Pfiff, der mich jetzt beleidigt oder meine Mutter beleidigt, den kann ich zum Beispiel als Partner einfach melden. Und wenn er Pech hat, wird er auf allen anderen Accounts auch gebannt. Das heißt, sagen wir mal, er ist jetzt bei Monte irgendwie seit 9 Monaten Sub. Dann kann es nämlich passieren, dass er dort auch gebannt ist und alles weg ist. Und das mache ich nämlich auch. Also ich melde jeden Einzelnen, der so krasse Sachen reinschreibt, weil auch das Interesse von Twitch ist ja, dass auch solche Leute, zum Beispiel, wenn die selber streamen, melde ich die und dann wird der Account gelöscht. Und dann dürfen sie sich auch keinen neuen mehr machen. Und wenn sie es wieder machen, werden sie wieder gelöscht. Also im Prinzip bringt es nichts den Leuten, sie schaden sich im Prinzip einfach nur selber. Und dann gehe ich da drauf und melde die Person einfach. So, ist offline, kann man alles genau nachgucken, kannst du dann bannen und so weiter und so fort, ganz easy. Könnt ihr auch gerne, habt ihr den Namen gesehen, bannt die Person einfach weg. Muss er sich zwar einen neuen Account machen, aber trotzdem, wenn er jetzt irgendwo Sub ist, es wird ihn aufregen, weil er hat den Sub verloren, er ist dann ein Jahr lang vielleicht bei jemandem Sub gewesen, ist dann weg. Also das ist so auch mein Rat für viele andere Streamer. Vollidioten gibt's immer, im Internet haben sie alle eine große Fresse, muss ich auch mal so sagen, wenn sie vor mir stehen, kriegen sie das Maul nicht auf, deswegen kleine Kids. Oder Idioten. Deswegen bannt die Leute, meldet die, weil wenn die irgendwo seit 2-3 Jahren Sub sind, und das hatte ich schon oft, dass sie geschrieben haben, nein, ich bin bei Trimix seit einem Jahr Sub, bitte, bitte nicht. Ich habe trotzdem gemeldet, sie waren weg. Kann auch so kommen. Also ich finde, egal was man schreibt, egal wo, in welchem Chat, mit den Konsequenzen muss man klar machen. Und selbst wenn es Konsequenzen sind, dass jemand wirklich Geld in die Hand nimmt und euch anzeigt und am Ende eure Eltern dafür haften, konsequent. Also man kann, finde ich, nicht alles sich immer im Internet erlauben und so weiter und so fort. Da muss man auch mal knallhart eintüten. Ich habe das tatsächlich auch schon öfter gemacht, dass ich wegen sowas Anzeige erhoben habe und dann haben mich ganz hysterisch Eltern angeschrieben, bitte, bitte nicht. Und irgendwann hat man da halt auch keine Geduld mehr und sagt, sorry, da müssen Sie auch aufpassen, was Ihre Kinder, wenn es keine Erwachsenen sind, ist auch schon vorgekommen, müssen Sie auch aufpassen, was Ihre Kinder im Internet machen, weil irgendwann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Konsequent. Seid euch bewusst, auch an ihr, was ihr bei anderen in den Chat reinschreibt. Wenn euch jemand was Böses will, ich glaube, die ganzen Creator hier haben deutlich mehr Geld auf dem Konto und euch richtig schön und euren Eltern, wer für euch auch haftet, mal richtig schön den Arsch zu versohlen, als ihr denen. Bekommen. Wenn, wir kriegen richtig geile Infos. Ne, aber, wenn der Sheriff auf Timmit schießt und selber stirbt, dann ist Timmit proof. Dann, okay, let's go. Ja, let's go. Sorry, warum sorry. Sollte das machen? Ich meine, es gibt auch einen Joker. Es kann natürlich. Ja. Ja, das ist ja die. Also, der Sheriff hat die Abilities, um sie zu benutzen und nicht, um sie nicht zu benutzen. Ja, aber es hat ja keiner irgendwas gemacht. Also ja, weil Timmit weggelaufen ist. Weil Timmit Angst hat oder so. Warum beleidigt man überhaupt diese Person? Ach, wie gesagt, mich, also mir schadet man damit am wenigsten, weil wenn jetzt irgendein Idiot was reinschreibt über meine Mutter und mich, ganz ehrlich. Ich fühle mich dadurch nicht angesprochen, weil ich es nicht bin. Aber es ist halt einfach nur dumm und unnötig. Ich verstehe es halt nicht, weil ich würde es nicht machen. Also ich habe einfach so viel Anstand, dass ich sowas nicht machen würde. Das heißt, ich kann es nicht nachvollziehen, ob bei den Leuten was in der Erziehung wirklich schief gelaufen sind oder ob die Menschen so frustriert sind oder ob sie so frustriert sind, dass es ihnen gut tut, wenn sie andere beleidigen. Clemonti, dankeschön für 4 Monate. Das heißt, teilweise muss ich ehrlich sagen, könnt ihr vielleicht nicht verstehen, tun mir die Leute sogar leid. Weil ich mir denke, wer mich nicht mag, sollte seine Zeit woanders verbringen. Generell, wenn ich jemanden nicht mag, schaue ich die Person nicht an und gebe diese Person keine Sekunde meines Lebens und möchte vor allem auch keine Aufmerksamkeit von der Person. Das heißt, das sind Dinge, die kann ich nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr es mir sagen, ich weiß es nicht, aber ich habe keine Ahnung. Ich kann diese Menschen nicht reinschauen, weil ich wurde einfach anders erzogen. Wer ist tot? Also das muss ein richtig krasser Scharfschütze gewesen sein. Das muss American Super Sniper gewesen sein. Also wenn Timmy tot ist, war es ein Sheriff.
Ja, ein krasser Self-Report von mir. Ich habe Les gehört, der meinte, ich denke, wir haben einfach keinen mehr und wahrscheinlich mal der kein Opfer mehr, weil da wäre jemand umgehen. Dankeschön, Taking the Hobbits to Weißengard. Dankeschön, vielen Dank, so geil. Taking the Hobbits, das war so witzig. Und auch generell, man, na klar können nicht Eltern alles aufpassen, was ihre Kinder machen, verstehe ich auch. Aber Eltern können ihren Kindern definitiv sagen, Sohnemann, Tochter, wenn du ich irgendwie mitkriege, dass du einem Kind oder einer anderen Frau oder irgendwem im Internet mobbst, beleidigst oder was weiß ich was, ich nehme dir das Internet weg. Ich glaube, das würde bei 80% fruchten, wenn die Eltern sagen würden, wenn ich einmal miterlebe, dass du jemanden belästigst, beleidigst oder sonst was, weil das können die Konsequenzen sein für uns als Eltern oder für dich. Ich glaube, dann würde das tatsächlich auch mehr funktionieren. Ich glaube, die Eltern denken natürlich auch auf das Beste von ihren Kindern und wissen nicht, was sie für eine Sprache haben. Ja, yeah. Manchmal macht man halt, weil man schauen will, was auch passiert, ist ja auch was Neues hier, gut erkannt, Aufmerksamkeit, schlechten Tag gehabt, mal schauen, was das bedeutet. Es war ganz oft bei mir so, dass Leute mir geschrieben haben, ey, tut mir voll leid, ich hatte einfach einen schlechten Tag und musste meinen Hass irgendwo rauslassen, wo ich mir denke, dann geht Boxen und box gegen den Boxsack, aber beleidigt doch nicht irgendwelche fremden Leute, vor allem zu 90% lesen es die Leute nicht und im Endeffekt gefährdet ihr ja auch etwas, das ist doch gar nicht notwendig. Also ich finde, wenn es einem besser geht, wenn man andere Leute beleidigt oder dafür sorgt, dass andere Leute sich schlecht fühlen, das ist für mich echt ein Alarmzeichen. Und auch dieses Neugierigsein. Wie gesagt, ihr könnt gern neugierig sein, ihr werdet halt einfach gebannt und gemeldet, aber im Endeffekt dürft ihr hier im Chat nicht mehr teilnehmen, weil das sind hier die Regeln. Hier benehmen sich alle, sind alle super nett und fertig. Also deswegen, mein Chat, meine Regeln, mein Stadt, mein Bezirk, mein Block. So, deswegen Alarm. Weil ich auch nicht wichtig, dass wir skippen, weil ihr macht sonst einen Fehler. Ich bin wirklich Sheriff, ja, oder ist kein Job. Wir voten für Swabine. Nee, warum Swabine? Naja, weil Timid und ich sie ja gecallt haben für den Film. Matteo ist nicht Sheriff. Als ob du einfach der Blitzableiter wärst. Tatsächlich, ich hatte mal ein ganz krasses Gespräch mit einem, da war ich in Australien, der hat mich richtig beleidigt. Der war anfangs voll der nette Junge und nur weil ich ihm nicht zurückgeschrieben habe, hat der mich auf den Tod beleidigt. Und dann habe ich aber ein Gespräch mit ihm angefangen und am Ende hat er gesagt, boah, er schämt sich jetzt voll, weil er war einfach nur so traurig und gefrustet, dass ich nicht antworte und er hat so ein scheiß Leben und ist im Heim. Und dann habe ich ihm das halt mal erklärt und dann war er total nett und freundlich und ich glaube, der wird so schnell auch keinen haten. Aber ich habe mich die Zeit, mich um jeden, der rumhatet, so ein Gespräch auseinanderzusetzen. Das funktioniert halt einfach nicht, deswegen auch an euch Leute. Und das ist mir ganz wichtig in meiner Community. Wenn ihr eine beleidigt, gebt den Menschen keine Aufmerksamkeit. Die Mods kümmern sich drum. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also wenn Vlesk wirklich der... Ach nee, warte mal. Das, ja, ich, also wenn Vlesk... Du bist ja Crew dann, wenn du Sheriff bist. Ich weiß gar nichts mehr. Was? Mein Mantel ist Sheriff. Ich bin nicht Sheriff. Ich glaube, Vlesk ist entweder Joker oder Medic. Das ist die geilste Runde ever. Ich glaube, Vlesk ist Imposter, Mantel ist Joker, Sheriff haben wir keinen. Nein! Vlesk, wenn ich, das mal, klingt aber wenn ich Imposter wäre, dann wäre Baso gestorben, als sie in Runde 1 auf mich geschossen hat. Also Baso hat nicht auf Vlesk geschossen. Nein. Ich weiß es nicht. Was ist eigentlich gerade... Ach, kann ich da reden. Aufmerksamkeit, was Hater wollen. Eben. Ich sage auch generell, das Schlimmste, was du machen kannst, generell auch einen Menschen, mit dem, auf den du keinen Bock mehr hast oder Streit hast, ignorieren. Ignorieren ist das Ekelhafteste, was du machen kannst, finde ich. Also finde ich jetzt zum Beispiel. Ist so meine Meinung. Das Gleiche gilt übrigens auch für unlustigen Spam, wird auch einfach gebannt. Ich glaube, dass Lesk Joker ist. Ja, das kann gut sein. Und die Menschen, die beleidigen, wollen auch beleidigt werden. Ja, man darf sich da nicht aufs gleiche Level bringen. Das ist ganz wichtig. Ghosting ist ziemlich heftig, ja. Gerade gestern so eine Situation gehabt, ich wollte mich mit einem Jungen nicht treffen und dann wurde ich als herzlos betitelt, lol. Gut, herzlos ist jetzt ja noch nicht so eine schlimme Beleidigung. Es ist halt eine, also ich dachte, also klar, es ist nicht schön, es zu hören, aber wenn du dich nicht mit ihm treffen willst, ist deine Einstellung. Diese Grenzen austesten ist ja leider ein Jugendphänomen, was man ja auch daran merkt, dass es im Laufe des Lebens immer weniger wird. Bei den meisten reicht es oft, wenn sie einmal die Konsequenzen spüren und hören dann auf. Deswegen muss man dagegen vorgehen, denke ich. Ja, wenn halt dann ich die bin, die konsequent ist und sie bei mir gebannt werden, haben vielleicht andere Streamer dann was von denen und dann können sie zu denen gehen und sich halt nicht so dumm benehmen. Nehme ich in Kauf, ganz ehrlich. Aber es ist halt für mich so eine Grundeinstellung, weil ich gehe immer von mir aus, sollte man vielleicht nicht, aber ich hätte sowas als junges Kind nie gemacht oder als Jugendliche Leute im Internet beleidigt. Also das
Nein. So, du kannst eine Grenze doch nicht austesten, indem du mir schreibst, darf ich dich ficken, du geile Blablabla. Das ist für mich schon eine Grenze überschritten und nichts mehr austesten. Das ist für mich einfach Dreistigkeit und Beleidigung. Und ich finde, auch hier muss man sich einfach auch bewusst sein, was man wo schreibt und was wo geht. Und klar könnt ihr gerne eure Grenzen austesten, aber dann heult nicht rum, wenn halt dann der Chat für euch nicht mehr zugänglich ist und keiner mehr euch hier will, weil wir Leute hier in meinem Chat sind einfach anständig und wollen, oh. Oh Gott. Wie konnte ich das schaffen? Vor allem, ich habe so viel mit Idioten auf YouTube zu tun, ich möchte es nicht auch noch hier auf Twitch. Twitch ist für mich so ein bisschen das so gechillt, da kann ich alles in Ruhe angehen, da muss ich mich nicht stressen mit Vollidioten und deswegen, das ist mir, hier bin ich viel strenger als sonst irgendwo, weil mir das einfach wichtig ist, dass wir hier entspannen können und auch mein Chat und meine Zuschauer einfach hier wissen, wie bei Gronkh, hier sind einfach coole Leute. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss echt sagen, dafür, dass Gronkh so viel Zuschauer hat, 30.000 oder mehr, ist sein Chat on fleek. Ja, on fleek. Und ich würde mir von vielen großen Creatoren wünschen, weswegen ich auch mit vielen großen Creatoren nie streamen würde, dass sie ihrer Community eine Ansage machen, sagen, hey, ich spiele jetzt mit dem Mädel und ihr habt alles Maul zu halten. Und wenn ich einen von euch sehe da drüben, egal ob ihr bei mir 10 Monate Sub seid, ich bann euch weg. Klar würden vielleicht 5% noch nerven, aber die Masse würde es verstehen. Und ich mache das künftig, dass wenn ich mit jemandem streame, der groß ist, dass ich sag der Person, mittlerweile sage ich schon, sag ich immer, sag bitte der Person, sag mal, ich werde das von Person XY gefragt, magst du mitspielen? Sage ich ja, aber sag bitte Person A, sie soll ihre Community sagen, die haben sich zusammenzureißen. Punkt. Weil man muss auch mal Ansagen machen. Was ist, wenn Matteo wirklich Sheriff war und ich mich mit Baso wirklich verguckt habe und Matteo jetzt einfach auf die falsche Person geschossen hat? Ja, auf wen soll er denn schießen? Er hat doch jetzt gerade niemanden gesasst. Ich würde sagen, auf YouTube sind insgesamt, kommt immer auf die Reichweite an. Ich habe auf YouTube eine viel größere Reichweite als auf Twitch. Ich merke es nur auf Twitch, dass halt viele Idioten rüberkommen, wenn ich mit vielen anderen Creatoren spiele. Die gucken ja mal rüber, die beleidigen, das ist normal. Das passiert schon. Aber ja, ansonsten. Ich finde es aber auch kacke, wenn Leute geärgert werden, wenn sie jemanden toll finden, die anderen nicht toll finden. Zum Beispiel höre ich gerne K-Pop. Das ist halt normal leider. Das ist so ein Jugendding, da musst du leider durch. Das wird es immer geben. Das wird es leider immer geben. TikTok ist viel schlimmer. Seitdem ich den ersten Stream-Video auf TikTok hochgeladen habe, bekomme ich kranke Kommis. Ist alles verseucht. Alles verseucht von Leuten, die nie die Grenze aufgezeigt bekommen haben. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Timid wahrscheinlich kein Imposter war so, und Matteo und Sabine einfach den Bait geschluckt haben. Aber die Rolle von Matteo finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Er muss ja Imposter an der Stelle gewesen sein. Ich vote Lesko auf Matt Bay. Oh, aus Wien, Halle Buchwurm. Wirklich Tobsuchtsanfall. Oh Gott, Alter. Er ist halt Joker, 100%. Dann schön gespielt. Oh mein Gott! Oh, oh nein, Mann, Leute. Nicht so! Lesk, nicht so! Wieso hört keiner auf mich? Ich war kein. Ich war falsch. Das war falsch. Nein, Lara, ich mein, alles, was du gesagt hast, war falsch. Das habe ich super oft gesagt. Tim, also, ja, das habe ich auch gesagt. Die alle haben dauernd gesagt, wer votet mich? Und wer war die Imposter? Timid, Sabine. Leute, ich war ja wirklich Sheriff. Ich war Sheriff, ich habe Timid getötet. Das war richtig. Timid hat mich verkauft. Aber warum hast du dann so gelacht? Ja, das, weil ich dachte, Bless trollt mit mir, da habe ich ein bisschen mitgemacht, war witzig. Das hat mich so verwirrt, dann rumgetrolle, Matteo. Wenn Timid und Sabine Imposter waren, warum behauptet Timid dann die ganze Zeit, dass Sabine Imposter ist? Ja, zur Verwirrung. Ja, das war krass, das war ein krasses Play von Timid, weil durch diesen Call war Sabine für mich safe, aber sie war die zweite. Nein, sie war für mich nie safe. Aber ich hätte nie safe. Ich hätte mich Bless rufen sollen, ich hätte es raffen sollen. Du hast auch den ersten Kill gemacht, oder, Sabine? Nee, ich war das. Ich habe gar keinen Kill gemacht. Er ist von mir gewendet, er musste mich töten. Oh mein Gott, Bless, du bist aber auch ein. Oh, du bist so ein Penner, ey. Letzte Runde, oder? Falsch aussagen, ja, die ganze Runde nur Sachen aus der Nase. Eine Runde geht noch, oder? Eine schnelle, ja. Okay. Ich musste so lachen, ey. Fuck. Und Timid ist noch weggerannt von mir. Ich hab einfach 5 verschiedene Rollen die Runde. Ja, ich war alles eigentlich. Na, endlich mal. Also, ich bin Joker, ich möchte rausgewählt werden. Heißt, ich probiere so sass wie möglich zu sein. So. Wenn jetzt jemand tötet, ist halt mega geil, ne? Okay, vielleicht tötet jemand, vielleicht tötet jemand, vielleicht tötet jemand. Tötet jemand? Oh. Wow. Ich hab's gesehen!
Okay, okay. Gesehen. Let's go. Ja, was denn? Bleibst gerade vor meinen Augen den Charakter gemacht. Also direkt in mir drin. Warum? Licht ist halt sehr schnell. Ja, weil ich jetzt fünfmal Imposter war und einfach keinen Nerv mehr habe, Imposter zu sein. Das hört sich stark nach einem Joker an. Halt. Jester. Was? Nein, ich hab doch gesehen. Nein, sie hat mich doch gesehen. Die alle direkt votet. Wirklich, ich hab gesehen, wie das Blut gespritzt ist. Mich hat das überzeugt. Ich hab's gesehen. Es spritzte. Tinkers Knochen guckte aus ihrem Körper raus und kippte um und lässt ihr einer Knochen. Nur zur Sicherheit. Wenn er jetzt wirklich wieder Jester war und wir wollten ihn wieder raus und verlieren, dann machen wir noch eine Runde. Warum soll ich denn sagen, dass ich Blut spritzen sehen hab? Das Licht war aus. Das kann doch kein Joker sein. Lara. Das Licht war aus, Lara ist ein Poster, aber ihr habt eh schon verloren jetzt. Nein, ich war in dir drin, Mann. Warum haben wir jetzt verloren? Oh. Ja, weil irgendwie... Joker ist doch, die müssen mich rauswählen, ne? Wait, what? Nein. Wie können... Geil! Nein, ist nicht. Unmöglich. Nein. Sonst wäre schon vorbei. Haben wir verloren? Ja, wäre schon vorbei, wäre sonst vorbei. Scheiße. I shot the sheriff. Okay, wie mache ich mich jetzt verdächtig, Leute? Wie mache ich mich jetzt verdächtig? Bleib jetzt mal so lange stehen. I shot the sheriff. Hä, warum macht er denn nichts mehr? Oh Gott. Ich hab mich erschrocken. Ich habe... Es sind drei Leute... Ah, nee, zwei. Nee, eine. Ganz ruhig, Matteo. Sorry. Ich hab Timid gefunden. In dem ganz kleinen Gang zwischen Cafeteria und Weapons liegt er. Der kleine Gang zwischen Cafeteria und Weapons. Mhm. Also wenn du von Cafeteria einfach nach rechts rausgehst. Ach da. Mhm. Ja, okay. Ich sag's jetzt ganz ehrlich, ich war in O2 und in Navigation, aber Licht war aus. Svavine war mit mir in Navigation noch. Ja, und ich hatte das Gefühl, du bist irgendwie gewendet, weil du so schnell weg warst, aber... Genau. Also Leute, Lara ist über jeden Verdacht erhaben, weil sie hat Blesk rausvoten lassen, der war Imposter. Lara ist also Crew. Maybe not. Ja, aber warum sollte er als Crewmate zustimmen? Ist ja Quatsch. Varion, wie lange spielst du schon am Among Us? Wieso? Varion, wie geht's dir? Wie ist das Wetter so? Wieso fragst du? Frag nicht weiter nach, ist schon in Ordnung. Unter deiner süßen kleinen Mütze. Wo wohnst du eigentlich, Varion? Weil erzähl mal was. Was trägst du heute für Unterwäsche? Hab ich gar nicht. Erzähl gar Scheiße jetzt. Okay. Schweig still. Hast du einen kleinen Döner unter deinem Hütchen? nee, aber vielleicht eine Waffe. Oh. Oha. Sollen wir euch alleine lassen? Ich raff gar nichts. Eine Waffe zum Töten. Ich auch nicht. Ne? Also ich gehe davon aus, dass wir nur noch einen Imposter haben, weil Bless richtig war. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir den Jester nicht wählen, sofern es einen gibt, ne? Jo. Was ist Chester? Joker. Okay, lass skippen, bevor ich noch mehr komische Fragen höre. Ich war mit Lara da unten, Communications. Auf jeden Fall, kurze Anmerkung, Mario hat halt versucht, die Lichter auszumachen. Was habe ich gemacht? Du hast versucht, die Lichter auszumachen die ganze Zeit, während ich die Lichter anmachen wollte. Ja, das ist... Also deswegen habe ich dich gefragt, versucht, ob du hart als Joker rausgerotet zu werden. Ich sag dir jetzt gar nicht zu. Ich frage deswegen, ob du das Spiel schon oft gespielt hast oder ob das ein Bug war, weil ich habe es versucht anzumachen. Just saying. Nee. Also ihr beide waren am Licht. Joker. Ja, wir waren am Licht. Mann, wieso weiß er das jetzt schon? I shot the sheriff. Oh yeah. Ich bring dich jetzt um, Varion. Weil du ein bisschen frech geworden bist, weißt du? So ein klein wenig frech bist du geworden. Ich bin jetzt... I got my eyes on you. Oh, Klatsch. Klatsch. Wo passiert denn jetzt ein Mord? Wir brauchen einen Mord. Ey, wo kommt der denn jetzt her? Varion. Ey, jetzt mal ernsthaft, willst du mich trollen?
Komm, tu es, Lara. Tu es. Ich halte ihn fest. Bring ihn um. Lara, bist du es nicht? Komm schon. Zeig mir, was du kannst. Komm schon, wende. Wende doch. Wende! Nein, sie kann nicht. Kann sie echt nicht? Oh Mann, schade. I shot the sheriff. Oh yeah. Und warum geht es schon wieder nicht auf? Keine Ahnung, wer es ist, ne? Oh, Schwabine vielleicht. Da geht schon wieder das scheiß Licht aus, oder? Was stellt schon wieder von der Scheiße? Ach, wieder dieses komische Ding hier. Ja, steh mal. Hab ich eigentlich keine Task als Joker? Lara, geht's dir gut? Ja. I shot the sheriff. Oh ja. Yeah. Oh, achso, nee. Wer? Also, hier. Danke, Hope. Varian gestorben, aber gefunden habe ich Baso. Vor Reactor Simon Says. Ach, sind zwei tot. Okay, Leute, wie können zwei tot sein, wenn Vlesk richtig war? Woher wissen wir das? Naja, einer Sheriff halt dann, scheinbar. Sheriff oder nacheinander gekillt. Aber auf der Map, dass man die Leiche nicht findet so lange, ist unwahrscheinlich, oder? Ja, aber dann hätte ja die zweite Leiche auch da liegen müssen, oder nicht? Nee, die einfach auseinandergekillt. Die müssen ja nicht stack, also muss ja kein Double Kill gewesen sein. Nein, ich meine, wenn es ein Sheriff Kill gewesen wäre. Nee, da stirbt nur einer. Genug. Aber dann müsste der andere ja reporten können. Ja. Warum habt ihr denn so lange gebraucht, bis ihr das Licht angemacht habt? Eigentlich? Ich glaube tatsächlich, dass er es halt dann einfach nicht verstanden hat, wie es geht. Also Varian war Crew davon. Danke, wer hat den gehostet? Das wurde mir gar nicht angezeigt. Sheriff hat ihn erschossen. No. Nein, weil Vlesk war, glaube ich, Imposter. Ja, Vlesk hat definitiv Imposter. Also deswegen. Also wir haben nur noch einen Imposter drin. Wir müssen also nicht voten, okay? Vielleicht war Varian Sheriff und hat versucht, vielleicht, weiß ich nicht. Scheiße, das ist kompliziert. Weil wen soll er denn einfach versuchen Alles Gute an alle, die heute Geburtstag haben. Wer hat mich denn gerade gehostet? Mir wurde es nicht gezeigt. Wenn dann habe ich auch gesehen. Jan, Sabine oder dich. Mental, wo warst du denn? Ich sag's euch jetzt mal, ich war die gesamte Runde in den Vents und zwar die bei der Cam. Weil ich bin. Das ist nicht gelogen, ich bin Engineer. Glaube ich dir auch, weil das Licht ist so angesprungen, das war kein normales Licht. Genau, ich habe einmal das Licht. Ich bin aus dem Vent. Ja. Dankeschön, meine Liebe, vielen, vielen Dank. Genau, wann? Ich bin aus dem Vent raus. Nein, also das allererste Licht. Das stand vor Shields da. Also bitte skippt mal, wir wissen es nicht, aber wir haben nur noch einen Imposter drin. Ich war wirklich die ganze Zeit in den Vents. Ich bin aber die ganze Zeit da drin. Wenn du das bist, dann kann es eigentlich nur Jan sein, wenn Knu und Lara sich saven können. Lara, ich kann Knu nicht 100% saven, aber ich habe sie halt. Okay. Also ich kann halt bestätigen, dass sie nicht bei Haben wir noch einen Sheriff? Vorher schon passiert und sie ist. Ich sag einfach, ich bin Joker, dann tun sie mich eh nicht rauswählen. Ich laufe jetzt mal alleine rum, weil dann könnte ich den Mord gemacht haben. Und dann sage ich, nee, ich bin Sheriff. I shot the sheriff. Oh yeah. I shot the sheriff. Oh yeah. Dabi, alles Gute zum Geburtstag an alle, die heute Geburtstag haben, meine kleinen Stinkerchen, ne? I shot the sheriff. Oh yeah. Wahrscheinlich ist es Wabine oder so, ne? Music so hot. Dankeschön, CamFL. CamFL. Vielen, vielen Dank, das ist so lieb von dir. Ich danke dir vielmals, das Licht ist aus. Oh nein, da kommt gleich jemand und der bringt mich um. Weg von den Vents. Immer schön weg von den Vents, weil da kann jemand rausjumpen. Oh mein Gott. Was machst du hier oben? Oh, ich glaube, der hat einen Kill-Cooldown, ne? Dinge, die ich nicht verstehe. Teil 1. Warum macht keiner das Licht an, verdammt? Hä, warum ist Mantle umgegangen? Mantle ist gewendet, oder? Mantle muss gewendet sein, er wäre nie so schnell da hingekommen. Ach,
Komm, ich mach's einfach mit aus, mir ist wurscht. So, es bleibt jetzt aus. Nein, es bleibt jetzt aus. Es bleibt jetzt aus. Nein, es bleibt jetzt aus. Lichter bleiben aus. Euer fucking Ernstmann, Alter. Was machen Jesus wir denn da? Christus, ey. Mantel, oh mein Gott. Wie bist du so schnell von da oben nach unten gekommen? Ich bin gewendet. Ja? Ja. Du sahst auch aus. Danke, Gnu. Ich sag das schon seit 3 Runden, dass ich nur im Vent chille. Also, ich war gerade eben am Anfang der Runde im Vent und bin so wie so ein Wahnsinniger, so wie so ein Wiesel durchgewendet im Kreis. Und dann ist Jan mit reingesprungen in den Vent und der ist mir so eine halbe Stunde hinterhergerannt, hat mich versucht, mich zu killen. Und dann ist aber aus dem Medbay rausgesprungen. Also Jan ist safe killer. Könnt ihr jetzt voten. Let's go. Achso, Jan, machst du was dazu sagen? Ich verstehe die Story nicht. Ich hab wenig dazu zu sagen. Ich weiß nicht, ob man in den Vents irgendwas tun kann. Das Einzige, was ich weiß, ich war immer in den Lights und Gnu halt immer verhindert, sie an- und ausmacht. Das ist eine Lüge. Verbrennt die Hexe. Story nicht. Also Gnu, als Licht aus, haben wir uns beide oben in der Cafeteria versteckt. Das weißt du noch, oder? Ja. Ja. Also gäbe es da einen Grund, dich leben zu lassen, wenn ich Imposter wäre? Cooldown. Weil es ein geiler Ort, um jemanden zu killen. Cooldown. Cooldown, dann müsste aber jemand tot sein. Wer ist denn tot? Cool, ihr habt eh schon alle gewotet, oder? Also Lara, ich weiß, dass Lara Crew ist. Oh nice, das ist ja geil. GG, yo. Ganz kurze Frage, könnte Jan mich in einem Vent killen? Ja, oder? Ja, das war mein Plan. Ich habe eine Stunde verfolgt im Vent. Ich habe den Killbutton gehabt. Ja. Ey, weißt du, wie krass ich da durchgewendet Sorry, bin? Sorry, Jan. Ich bin der alles gut, ey. Ich bin super traurig. Weil vorher hatte jemand erzählt, man kann den Vents killen. Deshalb habe ich Matteo verfolgt in dem Vent und wollte ihn killen. Aber ich habe den Killbutton. Ey, du warst ein Joker? Ich war Joker, ja. Ey, also ich gehe stark davon aus, dass ich die Überschallmauer durchbrochen habe in dem Vent. Ja, also, Mann, das war richtig smart von dir, Matteo. Leute, wenn Tinker Sheriff war, dann hat Jan echt gut gekillt in diesem Game. Ja. Ich war gut am Killen, aber ich habe Matteo in den Vents nicht gefunden. Also das war mein Herz nicht so gekillt. Also ich habe dich immer so hinter mir gehört, ich habe dein Atmen gehört, aber du warst nicht schnell genug. Ich war immer so eine Sekunde schneller als du in meinem nächsten Vent. Das war wie so bei Alien, Alien 3. Kennt ihr die Szene? Richtig geil. Ja. So ein Vent-Wiesel, Alter. Ich bin echt 10-mal im Kreis gewendet. Der Vent-Wiesel. Ey, das waren richtig, richtig geile Runden. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, danke schön. War sehr cool. Viel Spaß. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und klinke mich hier aus. Euch auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.